Was ist das Sehpaarverfahren? Fragezeichen. Nun, zunächst mal ist SEPA einer dieser unendlich vielen Abkürzungen, die es im Bereich von im weitesten Sinne IT oder EDV gibt. Dahinter verbergen sich vier Worte: Single Euro Payment Area. Da fehlt noch ein E. Single. Single Euro Payment Area. Hilft jetzt auch nicht so besonders viel weiter, ja, wenn man das jetzt hier aufdröselt. Also, das ist das standardisierte Überweisungsverfahren. In der EU. Wobei man EU erweitert hier sehen muss, denn zu den EU-Ländern, ich schreibe das jetzt nicht alles hin, ich sage es kurz mündlich, gehören noch dazu, also zum SEPA-Verfahren, neben den EU-Staaten gehören noch dazu Liechtenstein, ist nicht in der EU, Norwegen ist nicht in der EU, Monaco ist nicht in der EU und Schweiz ist sowieso nicht in der EU. Ja? Die Schweiz haben sie immer aus allem rausgehalten. Das ist also das standardisierte Überweisungsverfahren in der EU und darüber hinaus. Ja, und wenn Sie mal gefragt werden, was ist gemeint mit darüber hinaus, dann denken Sie bitte an Liechtenstein, Norwegen, Monaco und Schweiz und möglicherweise kommen noch weitere Länder hinzu. Und das SEPA-Verfahren funktioniert mit zwei Nummern. Da ist einmal die IBAN. Und da ist die BIC. IBAN ist die alte Kontonummer und BIC ist die alte Bankleitzahl. Und auch das steht wieder für Begriffe. Ich spare mir auch hier, das hinzuschreiben. IBAN ist International Bank Account Number, also die internationale Kontonummer. Und BIC ist Business Identifier Code, die internationale Bankleitzahl. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.